Hallo und damit herzlich willkommen in Lindau. Aufgrund des extremen Winterwetters gibt es nur Ersatzverkehr zwischen Lindau und Bregenz. Heute fahren Sie mit dem RS1 Regio Shuttle nach Bregenz. Warten Sie, bis der Zug auf Gleis 8 abgefahren ist. Wenn das Signal rot bleibt, dann nutzen Sie bitte die Tab-Taste. Ja, Baureihe 650, Wagen 002, DB Zugbus von DB Regio. Und wir fahren heute, wie gesagt, als Ersatzzug. Steht auch entsprechend hier schon in der Zugzielanzeige drinne. Ja. Wir schalten uns zu guter Anfang den Scheibenwischer ein. Es regnet bzw. schneit nämlich. Ja, es regnet ziemlich stark. Und ja. Wir legen den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung. Der Führerstand ist außerdem auch schon aktiviert. Die SIFA bleibt aus, die PZB möchten wir haben und die bitte im oberen Modus. So, die 85 sollte gleich leuchten, wunderbar, das tut sie auch. Okidoki. Die Federspeicherbremse ist gelöst. Und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Viel mehr müssen wir da gar nicht machen. Gut, der Zugfunk hier drüben soll schon eingeschaltet sein. Ja, 294. Eine weitere Lokomotive der V90-Familie. Und da kommen schon drei andere Triebwagen, ebenfalls vom Typ RS1. Und dann sollte unser Gleissperrsignal gleich auf Freifahrt umwechseln. Da. Und los geht's. Bremse wird gelöst und der Triebwagen beschleunigt. So, hier entsprechend langsam ausfahren. Ich glaube, wir sind aktuell noch auf Rangierfahrt. Und dann halten wir hier einmal an in Lindau auf Gleis 8. Ne, einmal neben den Kollegen hier vorne. Guten Tag. Ja, die unterhalten sich gerade. Die möchten wir dann mal nicht stören. Nun gut. Rangiere nun nach Sitting 2 und koppel die zwei RS1 Züge an. Okay, nach Sitting 2 und die Züge ankuppeln. Dazu schauen wir hier mal ganz kurz in der Übersicht nach, wo das ist. Okay, einfach nur rückwärts fahren. Dann hier entsprechend die Lichtkonfiguration geändert. Huch, da ist es falsch rum. Anhalten bitte. In diese Richtung möchten wir fahren. So, nun aber. Schön langsam. Haben genug Zeit. Der hat sogar Lindau drinne stehen. Sehr schön.
Soll ich mal ganz kurz das Licht abschalten? Und dann ganz langsam an den anderen Triebwagen dran rangieren. Wunderbar. Ankuppeln. Zack. Hauptluftleitung hier unten wird auch verbunden. Da drüben auch. So. Sehr gut. Ihre Fahrgäste warten in der Kälte auf Gleis 8. Wenn nötig, nutzen Sie Tab. Ja, also ich merke schon, das Szenario hat einige Rechtschreibfehler. Ist aber nicht so schlimm. Können wir entsprechend korrigieren. Also nebenbei sei angemerkt, das Szenario wurde nicht von mir erstellt. Nicht, dass er jetzt hier noch von mir denkt, dass das mein Szenario wäre. Okay, wir legen die Fahrtrichtungswende in die Vorwärtsstellung, dann beschleunigen wir. Gleissperrsignal gilt hier für uns, das auf der rechten Seite. Wieder schön langsam nach vorne. Okay, da wir jetzt drei Triebwagen haben, ne? Ja, drei Stück, sollten wir schon die komplette Bahnsteigslänge nutzen. Oh, das regnet aber heute auch wirklich stark. Ja, die Ersatzzüge kommen zum Einsatz, weil die Oberleitung an einigen Stellen stark vereist ist und die entsprechend elektrisch getriebenen Züge deshalb nicht fahren können. Okay, in den ersten Triebwagen möchte mal wieder keiner einsteigen, aber in den zweiten und dritten. Lindau Hauptbahnhof. Sehr schön. Ja, hier noch ein 294 in Blau. Hinten dran, ja, Interregio-Wagen. Und die 101er steht da drüben. Auch hier britische Werbung aus England. Visit Big Stones. Ist vielleicht in Lindau nicht ganz so angebracht, aber okay. Ja, abgestellter Zug wahrscheinlich. Gut, gut. Unsere Türen am Triebwagen sind mittlerweile auch schon geschlossen. Die Fahrgäste möchten nun endlich los und unser nächster Halt ist dann Lochau auf Gleis 2. Ja, die Ausfahrt wird mit 30 Stundenkilometern stattfinden. Mehr lohnt sich nicht. Na, und dann 50. Aber eigentlich ist es ja eine Ankündigung für 30, die man da dran gehangen hat. Aber okay. Train Simulator halt. Sobald der komplette Zug dann die 50er Markierung passiert hat, können wir entsprechend auch auf 50 beschleunigen. Obwohl, nee, wir müssten hier mit 40 durch den weichen Bereich dürfen. Genau. Eine kleine Geschwindigkeitsfalle. Wir werden ja gerade am Hauptsignal entsprechend Langsamfahrt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord diesen Ersatzzug. Dieser Zug wird wegen des Winterwetters nicht weiterfahren als Bregenz.
In Bregenz können Sie umsteigen auf den anschließenden Intercity-Zug nach Feldkirch und Bludenz oder haben Sie die Anschlussmöglichkeit auf den Regionalverkehrszug nach Rorschach in die Schweiz. Planmäßige Ankunftszeit in Bregenz ist 16.39 Uhr. Im Namen der Deutschen Bahn wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise bzw. eine angenehme Fortsetzung der Reise. Okay. Ja, aber so sind die Ansagen auch manchmal tatsächlich. Okay, 90 dürfen es dann gleich sein. Oh, ich würde mal sagen, können jetzt schon hochschalten. Ein bisschen mehr Leistung darf sein. So, was sagt das Signal? Das Signal sagt freie Fahrt. Die Autos haben alle brav angehalten. Lochau kommt in ca. 5 Kilometern, okay. More power. So, bis 100, aber mehr nicht. Das reicht uns dann auch. Ja, die Strecke ist von Just Trains. Nennt sich Dreiländereck. Oder auch im englischsprachigen Raum Three Country Corner Route. Die Strecke müsste mittlerweile, glaube ich, auch über Steam erhältlich sein. Unterschiede dürfte es da eigentlich nicht geben. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die Steam-Version in englischer Sprache verfügbar, also ob die in deutscher Sprache verfügbar ist, weil ich dachte, dass die eigentlich nur in englischer Sprache vorhanden ist. Bei der Just Trains Route, die es übers Internet gibt, da bin ich mir sicher, dass die die deutsche Sprachunterstützung garantiert. Zumindest die Szenarios. So, hier vorne kommt dann auch gleich der Grenzübergang. Da haben wir jetzt aber hier in den Dieseltriebwagen ja keine sonderlichen Vorkehrungen zu treffen. Wir müssen dann lediglich am Bahnhof anhalten. Ich glaube nämlich, hier vorne kommt jetzt auch gleich schon das Einfahrtssignal. Na genau. Gehen wir mal in die Bremsstellung. Ah, hier liegen schon neue Schienen. Genau, die Haltepunkttafel kommt auch. Und hier die EL-Signale. Interessieren uns, wie gesagt, als Dieseltriebwagen nicht. Dort vorne kommen dann auch schon die österreichischen Signale. So, hier die letzten deutschen Masten. Und hier dann ÖBB-Masten. Halt warten. So, der 500-Hertz-Magnet soll uns natürlich nicht zum Verhängnis werden. Das nächste Station ist Lochau-Hörbranz. Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Bitte Abstand von der Bahnsteigkante. Na gut. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Aber dem lasse ich das davon nicht durchgehen. Da halten wir davor an.
Ja, und dann sogar noch mit mir mitfahren wollen. Geht aber gar nicht. Das wäre der Erste, der draußen stehen bleiben dürfte. So nicht. Der hätte schon in der eisigen Kälte frieren dürfen. Ja, DB Regio, Ersatzzug. Passt eigentlich ganz schön hier auf der Strecke. Lochau-Hörbranz. So, Türen sind zu, da hinten auch und weiter geht's. Wunderbar. Nächster Halt, Bregenzhafen. Okay, wie weit ist es bis dorthin noch? Ah, es steht mal wieder nicht da. Dann müssen wir entsprechend nachschauen. Bregenzhafen 2,2 Kilometer. Okay, dann sind wir auch gleich da. Ich denke mal, in Bregenz am Hauptbahnhof werden wir auch noch anhalten. Ah, hier kommt schon die Haltepunkttafel. So, runterbremsen. 60er Ankündigung. 50er Ankündigung. So, der Bahnübergang. Die Personen entsprechend hier nochmal vorwarnen. Die Schiffe arbeiten Meine sogar Damen im und Winter. Herren, das nächste Station ist Bregenzhafen. Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. So, auf der linken Seite werfen wir unsere Personen raus. Na, komm. Der möchte einfach nicht anhalten. Jetzt aber. Türchen auf. Und alles außen einsteigen. Point. Ja, im Dreiländereck gibt es außerdem einen Teil der Arlbergbahn. Und diese wird ja mehr oder weniger durch das RSSLO Streckennetz ja, vervollständigt. Auf der Arlbergbahn könnten wir auch mal fahren.
Ist eine gute Idee. Werden wir hoffentlich auch umsetzen. Mal schauen, wann. Das ist ja immer die Frage, wann. So, 50 dürfen gefahren werden, laut PZB aber nur 40. Ansonsten kommen wir mit deren Konflikt. Ja, was heißt Konflikt? Die bremst uns einfach runter auf 0 und gut ist. Meine Damen und Herren, das nächste Station ist Bregenz. Fahrgäste, bitte allem aussteigen. Dieser Zug endet hier und kehrt in wenigen Minuten zurück nach Lindau. Für Fahrgäste in die Richtung von Feldkirch und Bludenz, Ihren Zug steht schon bereit auf Gleis 3, also ihr findet den Zug an der gegenüberliegenden Seite der Bahnsteig. Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Vielen Dank fürs Reisen mit den Deutschen Bahn. Einen guten Abend und auf Wiedersehen. Ja, also ich möchte jetzt nicht irgendwie unhöflich klingen, aber bitte, es heißt die nächste Station und mit der Deutschen Bahn. Ja, also ich meine, gibt's auch in echt, dass man da tatsächlich Zugbegleiter haben, die, ich sag jetzt mal, die deutsche Sprache nicht ganz so gut beherrschen. Aber ich meine, das muss jetzt nicht in den Szenarien hier auch noch so, wie soll ich sagen, ja, quasi mit eingebaut werden. Vielleicht dann doch da mal den Übersetzer bitte nutzen. Ja, ist es auch nicht wirklich weiter schlimm. Stelle ich jetzt mal so beiseite. Ja, die Fahrt hatte wieder mal viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dem Kanal einen kleinen Kommentar unter dem Video da lasst. Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst wieder. In dem Sinne, schönen Tag noch und allseits gute Fahrt.